Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Der Verkehrsverein Salzkotten hatte zu einem Vortragsabend in die Selzerhalle geladen. Mit Wolfgang Grupp, dem bundesweit bekannten Vorzeigeunternehmer und Trigema-Chef, hatte man einen Publikumsmagnet zu Gast, dessen Vortrag die fast 500 Zuhörer begeistert folgen konnten. Zuvor konnte Dirk Wittulski, der Vorsitzende des Verkehrsvereins, den Trigema-Chef vorstellen. Gegründet worden war als Trigema, das Anagramm für Firma Trikotagen Gerhard Meyer. Die zunächst mit erheblichen Schulden in der Krisenlage der südwestdeutschen Textilindustrie befindliche Firma wurde durch harte Arbeit und Disziplin, verbunden mit unverhandelbaren Regeln, wieder aufgerichtet. Und dass sie heute der letzte nennenswerte Textilbetrieb in Deutschland ist, der nach der Rohware die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland darstellt. Keine Schulden, kein Wachstum jeden Preis, keine überzahlten Manager, keine unverantwortliche Pleite und keine Scheu vor generationenübergreifender Verantwortung für Mitarbeiter und Heimat. Dirk Wittulski, der erste Vorsitzende des Verkehrsvereins in Salzkotten, ein, wie wir alle wissen, sehr umtriebiger Verein. Herr Wittulski, könnten Sie denn mal in kurzen Worten etwas von Ihrem Tätigkeitsfeld berichten? Ja, der Verkehrsverein vertritt die Gewerbetreibenden hier in Salzkotten und Umgebung. Wir haben mittlerweile über 160 Mitglieder. Wir vertreten die Interessen in der Stadt und gegenüber der Stadt Salzkotten. Und wir machen natürlich auch viel für das Netzwerk der Unternehmer. Wir veranstalten Selzer-Treffs, Betriebsbesichtigungen und natürlich Vortragsveranstaltungen, wie wir sie heute Abend ja auch sehen werden. Wenn es um Feste und um Organisationen jeglicher Art geht, dann spricht man in Salzkotten immer von Salzkotten-Marketing. Das war früher ein Betätigungsfeld des Verkehrsvereins. Wie ist der Verkehrsverein dort heute noch involviert? Ja, wir haben ja bis 2016 die Stadtfeste und die Veranstaltung hier in Salzkotten vom Verkehrsverein durchgeführt, ausschließlich ehrenamtlich. Und wir hatten dann auch initiiert von meinen beiden Vorgängern, Rudi Niggemeier und Harald Laufs, und ich war auch dort mit beteiligt, haben wir ein Joint Venture gegründet, Salzkotten Marketing, zu 50% Stadt Salzkotten, zu 50% Verkehrsverein. Und wir geben ja einen nicht unerheblichen Teil unserer Mitgliedsbeiträge zu Salzkotten Marketing. Das heißt, wir unterstützen Salzkotten Marketing finanziell, aber auch ideell und auch mit unserem Einsatz, weil nach wie vor auch ehrenamtliches Engagement für die Veranstaltung von uns kommt. Und hat ja jetzt gerade bei dem Martini-Markt vor knapp 2 Wochen gesehen, wie erfolgreich wir diese Zusammenarbeit haben. Und man kann ja von Fug und Recht behaupten, diese 7 Jahre, die jetzt wir ja schon zusammenarbeiten, sind ein Erfolgserlebnis. Und wir haben da wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Ehrenamt und Hauptamtliche zusammen. Wir das Geld, dort auch dementsprechend die Hauptamtlichen und unsere Ehrenamtlichen geben viel Know-how, aber auch Arbeit mit rein. Heute Abend haben Sie ja einen ganz besonderen Gast mit Wolfgang Grupp. Er gilt ja als der Vorzeigeunternehmer Nummer 1 in Deutschland, hat ja einen riesen Bekanntheitsgrad erreicht. Was erhoffen Sie sich denn von dieser Vorstellung hier in der Selzerhalle? Ja, das ist ja unsere erste große Vortragsveranstaltung, die wir als Verkehrsverein heute ausrichten. Und uns war wichtig, dass wir gleich beim ersten Vortrag einen sogenannten besonderen, einen Knaller, ein Zugpferd auch bekommen. Und das haben wir mit Herrn Grupp bekommen. Und er passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Verkehrsverein, weil er ist ein mittelständischer Unternehmer, der viel von Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, der Umgebung auch spricht. Und das ist ein Thema, was wir ja als Unternehmer, als mittelständische Unternehmer, die wir hier ja auch haben, super finden, und deswegen passt es super, dass er heute hier spricht, und wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung. Dem Herrn Grupp geht ja auch ein etwas exzentrischer Beruf voraus. Sie haben nun im Vorfeld einige Male mit Ihnen zu tun gehabt. Können Sie das bestätigen? Überhaupt nicht. Total problemlos. Sie haben es ja hier vielleicht auch im Interview gesehen. Ganz einfach. Es gibt ja welche, die wollen bestimmtes Wasser oder bestimmte Anreise und dies und das. Überhaupt nicht. Total pflegeleicht. Sowohl mit dem Sekretariat als auch mit ihm. Also ich war sehr erstaunt und bin sehr zufrieden. Es ist wirklich ein bodenständiger Mann, und das zeigt ja auch den Erfolg, den er hat.
ein Stargast ohne Starallüren und er wird hier heute Abend in der Selzerhalle schon das, die Menschen begeistern können. Herr Rupp, die deutsche Textilindustrie, sie gehört ja in den letzten Jahren nicht zu den großen Gewinnern. Dazu war die Konkurrenz aus Asien viel zu stark. Dagegen hat die Firma Trigema immer ihren Kopf hochgehalten, hat weiterhin sich am Markt behaupten können. Und heute Abend werden Sie hier viele Mittelständler treffen und die werden Sie auch fragen, Mensch, wie haben Sie das nur gemacht? Gut, man muss natürlich wissen, dass wir in einem Hochlohnland sind. Und dass wir in einem Hochlohnland keine Billigprodukte produzieren dürfen. Wir müssen innovative Produkte und Qualitätsprodukte produzieren und die Billigprodukte, die macht unser Kollege in China. Und deshalb sage ich, denn wir zahlen entsprechende Löhne und die müssen dann Qualität und entsprechende innovative Produkte machen. Und dann funktioniert das. Zum Erfolgsrezept bei Ihnen gehört ja auch sicherlich, dass Sie eine recht stringente Betriebsführung haben. Für solche Dinge wie Homeoffice oder Viertageswoche oder Betriebsräte sind Sie ja eigentlich wenig empfänglich. Gut, das hat damit nichts zu tun. Ich spreche von uns, von unserer Firma. Und ich sage mal, ich habe 38 Leute in der Verwaltung. Und die sitzen alle in einem Großraumbüro, sitzen wir alle zusammen, ich sitze mittendrin. Und die sind für alle täglichen Entscheidungen, sind meine Mitarbeiter wichtig. Und die müssen da sein. Und deshalb habe ich ja nur gesagt, dass bei uns ein Homeoffice praktisch nicht möglich ist, weil die Leute brauche ich täglich für die kurzfristigen Entscheidungen. Wir entscheiden ja sehr schnell und da ist bei uns Homeoffice sehr schwierig und nicht möglich. Selbstverständlich, wenn einer wenn krank wäre oder sonst was, dann kann er natürlich zu Hause. Aber die Leute wollen bei uns auch gar nicht ins Homeoffice, weil sie wissen, dass sie täglich gebraucht werden. Nach wie vor scheint bei Ihnen das Betriebsklima auch sehr gut zu sein. Es waren zumindest keine Klagen zu hören. Herr Grupp, Sie waren neulich bei Maischberger, konnte man sich angucken, war ein ganz tolles Interview, was Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Elisabeth und Sandra Maischberger geführt haben. Was mir gut gefallen hat, Ihre Frau wurde nach den Erfolgen gefragt, wer nun am meisten zum Erfolg beigetragen hat. Und dann hat sie geantwortet, in der Ranking, zunächst mein Mann, dann der Affe und ich. War das wirklich so? Gut, ich möchte mal so sagen, wissen Sie, Erfolg haben ist ja keine Kunst. Erstens muss man einen Erfolg durchstehen. Und wir haben ihn bis jetzt durchgestanden, ich sage jetzt mal, und da sind alle beteiligt. Da ist meine Frau beteiligt, da sind meine Kinder beteiligt, da ist die gesamte Mitarbeiterschaft, alle Mitarbeiter sind beteiligt, weil im Prinzip treffe ich ja die Entscheidungen gar nicht, sondern die werden getroffen von meinen Mitarbeitern. Die Fachleute, die geben mir vor, was wir tun sollen. Und deshalb ist das ein gemeinsamer Erfolg. Und ich muss nur schauen, dass die Probleme rechtzeitig gelöst werden von meinen Mitarbeitern, dass man rechtzeitig die Probleme angreift. Und dann ist das ein gemeinsamer Erfolg. Und da bin ich stolz, dass wir das jetzt 54 Jahre geschafft haben. Abschließende Frage. Nach rund 54 Jahren wird ja jetzt die Trigema-Ära beendet dadurch, dass Sie Ihr Unternehmen an Ihren Sohn abgeben. Das heißt, Sie werden die Füße stillhalten oder aber wird es nach wie vor kribbeln? Also Trigema wird nicht beendet. Ich übergebe die Firma oder schenke die Firma an die nächste Generation, an meine beiden Kinder. Und mein Sohn übernimmt die Geschäftsführung mit Haftung. Er ist geschäftsführender Gesellschafter, haftender Gesellschafter. Meine Tochter ist auch entsprechend beteiligt. Und die werden das sicher weiterführen. Ich bin stolz, dass meine Kinder den Weg selbstverständlich eingeschlagen haben. Und die werden das sicher problemlos schaffen. Herr Grupp, ich bedanke mich für dieses Interview und wünsche Ihnen für heute Abend, dass Sie Ihre Message gut darüber bringen und für Ihren weiteren Lebensweg, der sich ja nun doch etwas ändern wird, wünschen wir Ihnen alles Gute. Recht schönen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. In so einem fast anderthalbstündigen Vortrag konnte der erfolgreiche Unternehmer dann auch seine Zuhörer immer wieder fesseln. Mein Unternehmen kann so groß sein, ich muss es immer voll überblicken können. Und deshalb habe ich keinen Betrieb im Ausland. Weil ich sage, da müsste ich ja laufend ins Ausland fahren. Und da ich da nicht hin will, baue ich da keine Firma. Und Probleme müssen sofort gelöst werden.
Und wer zu mir sagt, er hätte ein großes Problem, dem sage ich klipp und klar, Sie sind ein ganz großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätten Sie es als kleines gelöst, hätten Sie kein großes. Und es darf keine Abhängigkeit geben. Weder von einem einzelnen Kunden, ich brauche alle Kunden. Aber Abhängigkeit gibt es nicht, auch nicht von einem Lieferanten und auch nicht von einer Bank und vor allem auch nicht von einem Mitarbeiter. Eine Kündigung gibt es bei uns nicht. Jeder, der auch einen gravierenden Fehler macht, darf nicht gekündigt werden. Der kommt zu mir an den Schreibtisch und kriegt meistens, wenn er nicht weiß Gott was verbrochen hat, die letzte Chance. Und ich habe nicht selten erlebt, dass der gemerkt hat, in einem anderen Betrieb wäre gekündigt worden. Er kriegt hier eine letzte Chance und der wird plötzlich zu einem tollen Mitarbeiter, weil er erkannt hat, er ist in einem Familienbetrieb, wo man auch mal einen Fehler machen kann, aber man darf den Fehler nicht wiederholen. Und am Ende stand er auch noch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Auf die Frage, warum die Marke Trigema bei jungen Leuten nicht hip sei. Die jungen Leute, die Sie ansprechen, meinen Sie, die würden einen S-Klasse Mercedes kaufen, die wollen ein billiges Auto, die kaufen auch nicht unbedingt Qualität, die wollen etwas günstig, die haben andere Interessen. Aber wenn Sie in ein gewisses Alter kommen und die Ware waschen müssen und die Einlaufwerte und das alles und Familie werden und Verantwortung übernehmen müssen, dann kommen Sie zurück und dann kaufen Sie Qualität. Aber wenn Sie etwas älter sind, dann kommen Sie zu Trigema. Und wenn wir 80 Millionen Bundesbürger haben, ich sag mal, und ich 80 Millionen, glaube ich, Stück Ware im Jahr produziere und wenn jeder Bundesbürger ein Stück im Jahr kauft, dann reicht das. Und wenn Jugendliche nicht kaufen und die Eltern dafür zwei kaufen, dann reicht es auch. Die Frage nach seinen schlaflosen Nächten? Und schlaflose Nächte hat nur der, der seine Probleme nicht löst. Wenn er das Problem gelöst hat, schläft er ja gut. Also ich sag mal. Am Ende dann viel Applaus und ein Sälzer Verpflegungskörbchen für Wolfgang Krupp, der dann noch am gleichen Abend die Einfahrt in das 515 Kilometer entfernte Bohlerdingen antrat. Sälzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.